Es ist unfassbar, was hier passiert ist, und dieser brutale, unfassbare Sexualmord an einem 13-jährigen Mädchen hat Österreich in einen emotionalen Ausnahmezustand gebracht. Und ich war viel unterwegs in diesen Tagen und die Bevölkerung kann es nicht fassen, was hier passiert ist. Man hört immer wieder, dass dieses Mädchen Leonie noch leben könnte, wenn das Asylsystem in Österreich, aber auch in der EU, nicht komplett versagt hätte. Das alles zusammengefasst, diese aktuelle Lage und auch, was ich in der Bevölkerung hören durfte, ist, der Bevölkerung reicht es. Und zwar endgültig. Aber ich erinnere mich an die Fälle, auch hier in Niederösterreich, wo man sich einig war, wo sich beide Ämter einig waren, beide Behörden, als darum ging, wehrlose Kinder mit ihren Familien in der Nacht medienwirksam abzuschieben, weil sie kein Recht dazu hatten, in Österreich zu bleiben. Das heißt, wie es um die Abschiebung unschuldiger Kinder, die haben keine einzige Straftat begangen. Sie haben nur das Recht verwirkt gehabt, in Österreich zu sein, weil sie kein Recht eben haben. Da hat man mit voller Härte durchgegriffen. Man war sich einig. Auch im Justizministerium. Da wird abgeschoben. Und bei straffälligen Asylwerbern, wo man weiß, dass es zu Vergewaltigungen und Morde kommt, da plötzlich ist man sich nicht einig und schützt die. Man schützt die Falschen in diesem Staat. Leonie könnte noch leben. Viele der Opfer könnten noch leben, hätte dieses Asylsystem nicht so versagt. Das heißt, ich habe das 2018 erkannt. Ich habe 2018 auch deshalb eine Unterkunft errichten lassen, wo disziplinär auffällige Asylwerber untergebracht wurden, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Genau das zu tun, wozu Politiker nämlich gewählt werden, dass sie sich schützend vor die eigene Bevölkerung stellen und Morde, Vergewaltigungen, Übergriffe im Bereich Gewalt, Sexualdelikte zu verhindern. Genau das habe ich erkannt. Wir müssen uns wehren, wir müssen uns zur Wehr setzen. So wie ein Bauer im Waldviertel sagt, wenn es reicht, jetzt muss er seinen Hof verteidigen. Früher hätte er zu Sense und Gabel gegriffen. Heute in einer ordentlichen Demokratie greifen wir zu den demokratischen Rechten.